Hallo Leute, schön, dass ihr wieder reinlunzt zu einer weiteren Folge von Valheim. Ich habe nachgelunzt und habe jetzt erfahren, dass man diesen Wegvisier an diesem Ort findet, wo ich tatsächlich schon mal war. Und zwar wohl hauptsächlich an diesen Stone Age-ähnlichen Gebilde. Das hatten wir, glaube ich, vor ein, zwei Folgen, da war ich, aber entweder habe ich da nie richtig geguckt. Also es muss wohl nie immer so sein, dass da was ist, aber da sollen die wohl rumhängen, die Jungs. Und jetzt müsste ich halt nochmal sowas finden, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay, Leute. Oh, das ist ungünstig. Oh, für den habe ich immer noch richtig Respekt, Leute, ne? Und ich habe, was habe ich? Ich habe, scheiße, ich habe schon wieder diese blöden Tränke hier auf dem Quickslot. Kann ich den jetzt mittlerweile mit dem... Yes, okay, gut, alles cool. Okay, ich habe doch jetzt das Schwarzschild. Also Schwarzmetallschild nennt sich es auch. Okay, vielleicht gehen wir hier nochmal hin, wenn es ein bisschen... Wenn der Nebel mal weg ist. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt schon mal ein Hinweis. Wie gesagt, das Dumme ist, ich habe jetzt leider wieder vergessen, wo ich diese Steingebilde gesehen habe. Sonst würde ich da jetzt nochmal hingehen und nochmal genau gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe oder so. Das kann ja natürlich immer mal sein, ne? Okay, du hast jetzt natürlich wieder die Jungs hier, ne? Haben wir ein bisschen Holz? Nie genug. Ich glaube, da hinten läuft so ein Dude rum, ne? Gib mir mal kurz die Axt. Mal ganz kurz hier eine Kiste hingesetzt. Dann baller ich das hier rein. Und wir hauen ab, Leute. Wie geil. Das läuft durch. Ja, also ich hoffe, dass wir jetzt in dem Areal vielleicht noch was finden. Das wäre natürlich toll, ne? Aber jetzt weiß ich zumindest, nach was ich suchen muss. Und das hätte nämlich für mich auch zur Folge, das, was ich jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen versucht habe, rüberzubringen, dass es jetzt vielleicht doch nicht so clever ist, immer diese Dörfer zu machen. Weil ich da anscheinend nie das finde, was ich suche, ne? Okay, ich brauche Nahrung, Leute. Und ich nehme mir auf jeden Fall noch mehr Pfeile mit. Gut, komm. Was ist das eigentlich? Eisenpfeile. Na, die sind da eigentlich auch noch ganz gut, oder? So. Gemüse. Dann Spezial. Und schnell gepennt. Guten Morgen. Ach so, Nahrung muss ich noch mitnehmen, ne? Und da war jetzt das Ding. Ich glaube, ich... Ja, ich habe nämlich jetzt gar nichts Geiles mehr hier, Leute, ne? Okay. Ist es jetzt... Ja, ich glaube, wir sind jetzt... Wartet. Scheiße. Wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo ich den geilen Kram mache, ne? Nochmal ganz kurz geguckt. Blutpudding. Genau. Das will ich machen. Ich will Brot machen. Dafür brauche ich nur das Gerstenmehl. Und ich brauche das hier. Das heißt... Ja. Ich guck mal, ob ich mir das jetzt alles gemerkt habe. Dich brauche ich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich brauche euch. Kann ich euch mal alles so rübernehmen? Nimm das erstmal so. Und dann geht's los. Gut, warte mal. Blutpudding. Ah ja. Natürlich. So, also Blutpudding können wir noch so herstellen. Das muss ich ja nie kochen, ne? Also backen. Okay, jetzt haben wir erstmal 7 von denen. Dann mache ich mir das. Auch mal 7 Stück. Das kostet natürlich übelst, ne? Okay, mach das mal so, dass ich das richtig erkenne hier. So, Brotteig, da kriegt man immer 2 von. Aber brauchen auch 10 von dem Gerstenmehl. Okay, mach da gleich mal 10 jetzt. So. Dann noch ein Blutpudding noch.
Okay, da haben wir jetzt auch 10 Stück von. Dann müssten wir ja hier noch mehr haben. Geil. Dann mache ich noch mal von den 3 Stück. Ja, sehr schön. Dann mache ich noch mal Brot. Da habe ich jetzt 12. Das noch mal. Dann Lox-Pastete, da bräuchte ich noch mal den gelötet. Das heißt, davon haben wir jetzt auch 12. Okay. Gut, gut, gut. Dann noch einmal Brot. Bams. Einmal du noch. Dich noch mal. Und ja, so lasse ich es, glaube ich. Perfekt. So, den ganzen Quatsch wieder rein. Perfekt. Bei Spezial noch den zurück. So, und den ganzen Kram ballern wir jetzt da rein, außer das hier. Da würde ich das mal so mitnehmen. Das baller ich hier rein. Und das hauen wir jetzt mal alles in den Ofen rein, ne? Und da müssen wir jetzt auch mal kurz ein bisschen Zeit verbringen. Weil das kann ja sicherlich auch verbrennen, oder? Wenn ich da nie aufpasse. Okay, ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat, wenn die Türen nie zu sind von dem Ofen. Okay, die gehen aber auch schnell auf. Okay, hier sind die immer noch auf. Hä? Achso, das ist jetzt ein Fehler, oder? Achso, da oben ist ja die Tür, ja. Scheiße, ich dachte gerade, hä? Ja, da müssen wir jetzt mal kurz warten, Leute. Das dauert natürlich, ne? Okay, das war ja, genau, das ist Ausdauer, das ist auch Ausdauer. Nee, das ist Leben, genau. Genau, das kann ich ja dann erstmal aufheben. Ich würde jetzt eigentlich nur die Ausdauersachen mitnehmen, ne? Da, 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 da. Okay, also die beiden Öfen waren jetzt schon sinnvoll, ne? Also Leben haben wir noch. Das heißt, wir würden das jetzt einmal so machen. Dann ist die Nummer nämlich durch. Sehr schön. Cool. Genau, und dann würde ich das so mitnehmen, ne? Genau, dann nehme ich dann das Brot mit. Und die Lox-Pastete würde ich mir dann nochmal aufheben. Es wäre halt geil, wenn das, wenn das halt einfach aus dem Ofen rausfliegen würde. Dass es halt, so gesagt, nie verbrennen kann, ne? Das wäre natürlich richtig toll. Dass man dann hier so die ganze Zeit so warten muss. Aber, wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Wunsch, den ich hätte. Und der da draußen, der nervt mich auch ordentlich schon wieder, Leute. Was ist mit dem? Ja, die Rüstung ist wirklich richtig cool. Obwohl sie eigentlich nicht mehr wirklich wie ein Wikinger aussieht, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ist schon ziemlich mittelalterlich. So, hier war jetzt nichts mehr, ne? So, perfekt. 13, 13. Ne, das ist ja einer mehr, genau. Perfekt. Okay, cool. Dann hätten wir's. Dann kommt das jetzt hier rein. Zack. Zack. Dann würde ich den Stapel auch noch mal halbieren. Das hier kommt natürlich auch noch mal zurück. Da haben wir dann da auch noch mal ein bisschen was im Pedo. Kriegen wir das eine Holz noch weg? Yes. Sehr schön. Okay, Leute. Fantastisch. Dann würde ich jetzt da noch mal gucken, ob wir jetzt noch mal auf die Schnelle so ein Gebilde finden. Das wäre super. Da, 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 da. Moin. Geil, der Nebel ist auch weg. Das ist sehr schön. Hier ist ja doch noch so ein bisschen was zu entdecken, ne? Wenn wir jetzt hier so ein bisschen am Rand lang latschen. Ich
Ich weiß nicht, wie groß das Gebiet ist. Wir können mal gucken. Ja gut, es ist schon ein Stück, ne? Geht er dann da auch noch um die Ecke rum? Das könnte vielversprechend sein. Ja, ob ich die auch noch mal ein bisschen mitnehme hier? Den lade ich ja auch mal vorbei. Weil ich die auch ständig sehe. Ach so, guck mal, da geht es auch noch mal rüber, ne? Okay. Das ist mal so ein kleiner. In dem Dorf kann ich nie gewesen sein. Oder ist es nur ein Turm? Ich würde halt trotzdem mal gucken. Ich sag mal so, wenn das jetzt nur ein Turm ist, könnte man natürlich den schon mal machen, ne? Nicht, dass da doch mal eins ist. So ein Visier. Hey, da ist nur eine Kiste, ne? Aber hier ist noch so ein. Oh, das ist natürlich ungünstig hier. Kommt ihr hier hoch? Weil. Boah, das ist natürlich fies hier. Okay, das haben sie aber schön gebaut. Hier. Sind doch die Kiste zu hauen? Nee. Na doch, eigentlich schon. Man, dann kannst du ja wenigstens den Dude hier mitnehmen. Den brauche ich auf jeden Fall. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Ja, also da drüben könnte jetzt natürlich auch noch was gehen, ne? Aber ich würde jetzt erstmal hier auf der Seite bleiben. Kommt mir auf jeden Fall besser vor. Komm schon. Gib mir so ein Gelöt. Okay, da unten ist noch ein Dorf. Aber Dörfer haben wir ja jetzt eigentlich gesagt, machen wir nicht mehr, ne? Nämlich auch schon wieder so ein übelstes Riesending, ey. Guck dir das an. Und da hinten ist schon wieder, ja, da hinten ist dann schon wieder Düsterwald. Oh, oh, Leute. Das sieht nicht so gut aus. Schade. Okay, und in die andere Richtung? Ja, da war jetzt nicht mehr viel, ne? Da war jetzt nie wirklich mehr was. Guck mal. Ich habe auch ein bisschen verirrt hier, oder? Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob da drüben jetzt noch was ist, Leute? Aber das ist wieder so ein klassischer Fall von. Wir müssten eigentlich das Portal wiederholen, ne? Ich weiß auch nie, wie groß das. Gut, das könnte. Doch, doch, hier ist ja noch richtig Alarm, ne? Ja, das sehe ich schon. Ich glaube, das braucht man eigentlich gar nicht groß probieren jetzt. Also, ich glaube, es wäre besser, wenn wir, bevor wir da rübergehen, wirklich das Portal nochmal in diesen Turm wieder reinsetzen. Und ein bisschen näher dran. Oh, nee, da müssen wir mal ganz schnell los. Die habe ich null Bock. Die Jungs da unten. Das sind auch gleich zwei von diesen Teerpfützen. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen Glück, ne? Ob man das dann findet oder nicht. In dem Fall jetzt ist es wieder ein bisschen mühselig. Aber okay. So, ich würde dich gerne noch erledigen, wenn es recht ist. Achtung, Teer. Okay, das sind die Lochse. Und da ist dann schon das Portal. Und wenn wir jetzt hier noch mal ganz kurz gucken. So unten war jetzt auch nichts mehr, ne? Loks sehe ich. Ja, hier sind wir ja eigentlich auch gewesen, ne? Das habe ich ja auch alles schon aufgedeckt. Okay, Leute. Ja, dann ist das eigentlich die Idee, ne?
dass wir wirklich. Ja, das Portal nochmal holen, das Aha-Portal, um das dann da in diesen Turm reinzuballern. Dann würde ich erstmal über den See schwimmen, nur über den Fluss. Und dann würde ich von da aus nochmal gucken, weil das ist, scheint jetzt schon nochmal ein größeres Gebiet zu sein. Das heißt, es könnte sich auch lohnen. Ah ja, oh, das haben wir selten erlebt hier. Oh, der hat ordentlich Flamme gegeben, ne? Okay, den Rest hat er in Ruhe gelassen. So, dann du bitte weg. Vielen Dank. Okay, Leute. Dann schnell rüber. Und dann würde ich mich tatsächlich für heute verabschieden. Ganz gemütlich. Genau, das Ziel ist klar. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Trophäen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, brauche ich 5 Stück davon. Das ist auch schon mal eine gute Info. Die habe ich ja sogar schon seit längerer Zeit. Das heißt, dafür war das natürlich gut, die Dörfer auch zu machen, auch wegen dem Schwarzmetall. Aber jetzt haben wir halt eine andere Mission. Und ich hoffe, dass wir auf der anderen Seite noch was finden über den Fluss drüber. Und ich sage für heute vielen lieben Dank und wir sehen uns bald wieder bei Valheim. Macht's gut, Leute. Tschüss.